Ich möchte nur noch den Vollbrückenwechselrichter betrachten. Das heißt, dieser besteht aus zwei Halbbrückenzweigen. Das heißt, wenn wir jetzt aufmalen, habe ich links und rechts jeweils die Kombination von zwei Schaltern mit ihren zugehörigen Freilaufdioden. Das heißt, hier S1 und S2 in Serie geschaltet mit den Dioden D1 und D2. Dann haben wir den einen Halbbrückenausgang und ich habe auf der anderen Seite dann zwei weitere Schalter mit ihren Freilaufdioden, die zweite Halbbrücke mit S3, D3 und S4, D4 und die Last wird jetzt hier zwischen den beiden Halbbrückenausgängen angeschlossen sein. Das heißt, ich mache hier eine ohmsch induktive Last rein. Tatsächlich können das beliebige Lasten sein, das hier wäre jetzt die Last und ich habe sozusagen hier die Halbbrücke A, Halbbrücke A und hier die Halbbrücke B. Und dann haben wir eigentlich zwei Ausgangsspannungen. Ich habe hier einerseits die Spannung UA an der linken Halbbrücke und die Ausgangsspannung UB an der rechten Halbbrücke. Und die Lastspannung wäre jetzt die Spannung UAB. Das heißt die Differenz UA minus UB. Und diese wird jetzt hier auch wieder aus der Eingangsgleichspannung erzeugt. Das heißt hier wäre unsere Eingangsgleichspannung UD. Anders als beim Halbbrückenwechselrichter benötigen wir hier keinen kapazitiven Mittelpunkt, sondern wir können einfach hier mit einem Zwischenkreiskondensator auskommen. Das heißt, die Ausgangsspannung UAB, die Lastspannung, kann folgende Werte annehmen. Die wird entweder plus UD sein, minus UD oder 0. Das sind die drei Werte, die wir dort kriegen. Und tatsächlich haben wir eine Schaltung, die eigentlich ähnlich ist dem 4-Quadranten-Steller. Deswegen wollen wir das jetzt hier nicht wiederholen. Nur so als Idee, wenn S1 und S4 eingeschaltet sind, ist die Lastspannung gleich plus UD. Wenn S2 und S3 eingeschaltet sind, kriegen wir die Lastspannung minus UD. Und dann haben wir noch die weiteren Zustände, wenn S1 und S3 eingeschaltet sind, 0 Volt am Ausgang, oder S2 und S4 0 Volt am Ausgang. Also exakt dieselben Spannungsverhältnisse wie beim 4-Quadranten-Steller. Was ist jetzt der Unterschied? Das ist, dass wir jetzt hier eine Ansteuerung haben, sodass die Spannung UAB von ihrem Mittelwert gleich 0 sein wird. Ja, beim 4-Quadranten-Steller als DC-DC-Wandler haben wir die Ausgangsspannung an der Last so gehabt, dass es eine Gleichspannung ist oder eine langsam veränderliche Gleichspannung, aber es sollte einen Mittelwert haben, der größer oder kleiner als 0 ist. Und jetzt bei diesem Vollbrückenwechselrichter werden wir die Ansteuerung der Transistoren so gestalten, dass wir im Mittel eine Ausgangsspannung von 0 kriegen. Was bedeutet das im Mittel? Während einer Periode der Ausgangsspannung, das heißt, auch diese Ausgangsspannung nehmen wir wieder an, dass diese sinusförmig ist, und während dieser Periode müssen jetzt so die Transistoren angesteuert werden, dass dieser Mittelwert über diese Periode der Ausgangsspannung gleich 0 ist. Achtung, nicht über eine Schaltperiode. Tatsächlich können wir jetzt hier auch wieder unterschiedliche Ansteuerverfahren betrachten, wobei einiges ähnlich ist wie beim Halbbrückenwechselrichter. Das heißt, das erste Verfahren wird wiederum sein die sogenannte Grundfrequenztaktung. Das heißt, wir werden zwischen den Zuständen, wo S1 und S4 gleichzeitig ein sind und S2 und S3 hin und her schalten, aber in beiden Zuständen jeweils die Hälfte der Periodendauer bleiben. Das ist also vollkommen analog zu der Halbbrücke mit dem einzigen Unterschied, dass wir jetzt nicht bloß einen Transistor ansteuern, sondern jeweils diagonal gegenüberliegende gleichzeitig. Aber ansonsten ist auch hier die Schaltfrequenz gleich der Ausgangsfrequenz und wir können nicht direkt die Amplitude einstellen. Was sich ändert ist, dass hier im Vergleich zur Halbbrücke die Amplitude doppelt so hoch sein wird. Das heißt, die Ausgangsspannung wird jetzt zwischen plus UD und minus UD hin und her springen und nicht mehr zwischen plus UD halbe und minus UD halbe. Das zweite Ansteuerverfahren wird auch hier sein, die Sinus-PWM. Einerseits eine sogenannte unipolare Sinus-PWM betrachten, andererseits eine bipolare bzw. ein 3-Level-PWM und eine 2-Level-PWM haben einen Unterschied angucken, weil tatsächlich hier gibt es einen Unterschied zu dem, was wir beim Halbbrückenwechselrichter haben. Die eine Art der Ansteuerung wird gleich sein, aber bei der anderen erreichen wir es, dass wir tatsächlich alle drei Schaltzustände haben. Und als drittes Verfahren, was wir uns angucken wollen, ist die sogenannte Schwenksteuerung, was aber selten jetzt benutzt wird. Häufig benutzt man den englischen Begriff, dass wir hier eine sogenannte Phase-Shift-Steuerung haben. Das heißt, hier werden die Schalter zwar ähnlich betrieben wie bei der Grundfrequenztaktung, aber die beiden Halbbrücken, Halbbrücke A und Halbbrücke B, zueinander zeitversetzt.